Wird die US-Notenbank Fed heute eine Zinspause verkünden? Ja oder nein? Diese Frage will ich in diesem Video mal ein bisschen analysieren und versetzen wir uns doch mal in die Lage von Fed-Chef Paul und den Seinen. Die haben ja die Inflation völlig falsch eingeschätzt. Dementsprechend mussten sie dann, als sie sahen, diese Inflation ist doch nicht transitory, die Zinsen sehr, sehr schnell anheben. Das Resultat waren Turbulenzen im Bankensystem. Wir haben jetzt eigentlich 4 Pleiten. Wenn man mal die Silvergate-Pleite mit bedenkt, dann Silicon Valley Bank, dann Signature Bank und dann First Republic Bank, die größte dieser Pleiten, wenn man so will. Also 4 Bankenpleiten, eine ganze Menge. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird die Fed jetzt sagen, Mensch, da sind wir doch ein bisschen zu weit gegangen, oder wird sie sagen, naja, wir halten uns alle Optionen offen, denn versetzen Sie sich doch mal in die Lage von Fed-Chef Paul. Du hast einen Fehler gemacht, den hast du versucht zu korrigieren. Jetzt denkst du, ich bin vielleicht zu weit gegangen, der Stress im System ist da. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin fertig, ich mache eine Pause und gebe das Signal, naja, jetzt wird das nichts mehr mit Zinsanhebungen, sondern ich werde jetzt bald die Zinsen senken, dann wirst du die Kontrolle über die Inflation wieder verlieren. Und die Fed ist sehr geprägt aus den 1970er Jahren, als damals eben die US-Notenbank schon diesen Fehler gemacht hatte, zu früh die Zinsen wieder zu senken. Dann reagierte man auf eine wirtschaftliche Abschwächung, auf eine kommende Rezession, wollte das ein bisschen abfedern, auch auf politischen Druck damals in den 70ern, um dann eben die Zinsen zu senken. Die Wirtschaft kam in die Rezession, aber die Inflation stieg wieder, sodass die Fed dann damals gezwungen war, die Zinsen an die 20% anzuheben. Also massiv. Dementsprechend will man historische Fehler nicht machen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht, dass die Bankenkrise eskaliert. Aber würde jetzt Paul und die Fed signalisieren, Mensch, wir machen jetzt eine Pause, würde man das klar sagen, dann würde man eingestehen, dass man einen Kontrollverlust erlitten hat, vor allem durch die Bankenkrise. Und ich glaube nicht, dass das zielführend ist, sondern, oder aus Sicht der Fed zielführend wäre, sondern man wird sich alle Optionen offen halten. Man wird sagen, okay, wir gucken mal, wir haben jetzt die Zinsen nochmal angehoben, wir werden uns nach der Inflation richten, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr eng, wird Paul sagen, wir haben nach wie vor eine zu hohe Inflation. Und die Frage ist, ob die Märkte dann nach dieser Fed-Sitzung und der Pressekonferenz von Jerome Powell dann wirklich schlauer sind als zuvor. Schauen wir uns mal die Märkte an. Die sind auch nicht schlauer als zuvor. Wir sind mehr oder weniger unverändert. Wir sehen, dass die Dinge so bullisch sind, dass der VIX sogar fast 2% im Plus ist. Sonst, wie gesagt, wenig Bewegung eigentlich an den Märkten. Keiner will sich zu weit aus dem Fenster lehnen im Vorfeld der heutigen Fed-Sitzung. Aber es ist die Erwartung schon da, dass die Fed in irgendeiner Form eine Pause signalisiert, so USA Today. Und hier fordern ja auch Politiker in den USA eine Pause. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, die einen harschen Brief an Paul und die Fed geschrieben haben. Und andere Kongressleute wie Lois Frankel, die waren in First Republic investiert und haben dann am 16. März verkauft, damit einen 80% Sturz der Aktien nicht mehr miterlebt, und dann am 22. März JP Morgan gekauft, also die Bank, die davon profitieren konnte von dieser Pleite. Der Kurs von JP Morgan ja am Tag nach dieser Übernahme am Montag massiv nach oben gegangen, weil das ein wunderbares Geschenk ist. Also da ist viel Politik natürlich im Spiel. Diese Bankenkrise ist ein Politikum geworden, und selbst der Robert Kaplan, der eigentlich ein hawkischer Vertreter immer war, bis er des Insiderhandels, sagen wir mal, überführt wurde und deswegen zurücktreten musste, der hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, also ich glaube, dass diese Bankenkrise ernster ist, als wir momentan verstehen. Der Schmerz hat erst begonnen. Deswegen, sagt er, würde ich eine hawkische Pause machen, wie er das nennt. Also schon jetzt praktisch nochmal die Zinsen anheben, dann aber erst einfach mal abwarten, aber jederzeit eben die Möglichkeit haben, die Zinsen wieder anzuheben, wenn es denn, oder weiter anzuheben, wenn es denn notwendig ist. Und hier sehen wir mal die größten Bankenpleiten in der Geschichte von die USA. Washington Mutual, die war ziemlich dicke im Jahr 2008, dann kommt schon First Republic, dann Silicon Valley, dann Signature und so weiter und so fort. Also da ist viel passiert in 2-3 Monaten, wenn wir jetzt mal
hier praktisch alles mit einrechnen, was da an Bankenpleiten passiert ist, ist das schon enorm. Hier nochmal der Vergleich zu den Bankenpleiten 2008. Da haben wir schon jetzt ziemlich Strecke gemacht. Da ist First Republic noch gar nicht dabei, doch ist jetzt dabei. Aber hier sagte zum Beispiel der Professor Amit Siru, der an der Stanford University auf Banken spezialisiert ist, der sagt, also wir haben fast die Hälfte aller 4800 Banken, die ihre Kapitalpuffer aufgebraucht haben. Das müssen sie nicht Mark-to-Market bilanzieren, also praktisch Realtime bilanzieren. Die Banken sitzen ja auf Verlusten durch die Käufe von Staatsanleihen damals zu hohen Kursen und niedrigen Renditen. Das hat sich jetzt umgekehrt. Dennoch sind diese Banken nicht solvent jetzt. Jemand wird die Verluste übernehmen müssen. Und er sagte, Tausende dieser Banken sind unter Wasser. Lasst uns nicht so tun, als wären Silicon Valley Bank und First Republic Bank die einzigen. Das ganze Bankensystem in den USA ist potenziell insolvent. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Und hier sehen wir mal, wie diese ganze Geschichte mit den Zinsanhebungen zusammenhängt. Da haben wir unten diesen Chart, die Fed Fund Rate, also praktisch die Zinsentwicklung, die ja dann ziemlich schnell nach oben gegangen ist. Und blau haben wir hier den KBW Bank Index, da sind auch die großen Banken dabei, also die JP Morgans. Und wir sehen, je höher die Zinsen steigen, umso weiter geht es tendenziell nach unten. Und heute Morgen waren ja, oder heute Vormittag waren ja die Regionalbanken wieder stark unter Druck. Die haben sich dann allerdings erholt, sind ins Plus gedreht. Und die Frage, die sie jetzt stellt, naja, also okay, das Ganze ist ja ziemlich logisch. Solange es woanders diese Zinskonkurrenz gibt mit den Geldmarktfonds, die 5% bieten und die Banken selber nur ganz wenig, nicht mal 0,4% im Schnitt bieten, so lange wird Geld wahrscheinlich da abfließen oder zu Apple 4,15%. Dementsprechend sehe ich da kein Ende, solange da nicht ein Game Changer kommt. Und vor allem könnte es irgendwann auch die großen Banken treffen, eine JP Morgan, die natürlich jetzt dick dasteht, aber den eigenen Kunden 0,01% Zinsen bezahlt. Und dann wird sich vielleicht auch der eine oder andere überlegen, da ziehe ich doch mal was ab. Noch sozusagen ist das, sind die Dickfische nicht betroffen, aber das könnte sozusagen dann die nächste Phase werden, dass auch die Großbanken in den USA dann ein bisschen unter Druck kommen. Diego Fasnacht hier mit der Aussage, in den letzten 50 Jahren haben die Banken, nämlich die US-Banken, nur nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und nach den Anschlägen vom 11. September die Kreditkartenvergabe so stark eingeschränkt wie zuletzt. Das spielt natürlich dann auch der Fed mit in die Karten. Weniger Kredite heißt dann weniger Nachfrage, dementsprechend auch weniger Inflation, weniger Wachstum, geringere Inflation. So bringt es Diego Fasnacht auf den Punkt. Und in der Tat sind ja, wenn wir jetzt mal die Kerninflation nehmen, nämlich Core und PCE, also diese zwei Maßstäbe für Inflation, einmal Personal Consumption Expenditure, darauf achtet die Fed besonders, und die Core-Inflation, dann sehen wir, dass beide schon jetzt unter den Zinsen der Fed liegen, nicht viel. Aber die Headline-Inflation, also die Inflation mit Nahrung und Energie, liegt noch darüber. Mal schauen, wie die ganze Geschichte jetzt sich weiterentwickelt. Und hier könnte, wie Barclays das gemacht hat, mal so ein Vergleich sein zwischen dem letzten Statement des FOMC, also des Offenmarktausschusses der Fed, und dem, was heute kommt. Und man wird wahrscheinlich diesen Passus streichen, further rate increases are warranted, also weitere Zinsanhebungen sind nötig, sind notwendig, sondern man wird sich das Ganze offen lassen und wird sagen, ja, wir werden auf die Daten reagieren, wir werden die Inflation beobachten, wir werden die Wirtschaft beobachten. Und sehr, sehr wichtig wird natürlich dann auch, was Paul sagt, das wird der entscheidende Trigger, was auch immer dann im FOMC-Protokoll steht, vor allem was Paul zur Bankenkrise sagt. Und ich denke, er wird sie ein bisschen runterspielen, weil er nämlich damit zugeben würde, naja, das haben wir schon verbockt, wir, nämlich die Fed. Wenn er jetzt sagt, oh Gott, alles ganz schlimm, ich muss deswegen jetzt bald die Zinsen senken, das ist eigentlich nicht zu erwarten, zumal wir jetzt eben auch wieder Druck sehen. Wir haben heute den ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen, viel besser als erwartet, mit 296.000 Stellen, da eigentlich erwartet so 145, also Pi mal Daumen die Hälfte. Dementsprechend hat Goldman Sachs dann heute gleich mal die Prognose für die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten angehoben, von 225.000 auf 250.000. Wobei ohnehin Goldman Sachs da schon in der oberen Spanne liegt bei den Prognosen. Einziger
Vorteil heute dieser ADP-Arbeitsmarktdaten ist, dass die April-Wages, also die Lohnentwicklung, nur 6,7% gestiegen ist zum Vorjahresmonat bei denen, die im Job geblieben sind. Und in Anführungszeichen nur 13,3% gestiegen ist bei denen, die den Job gewechselt haben, eben weil sie da vielleicht ein besseres Angebot haben. Das ist ein Rückgang von 14,2% noch im März, aber dennoch, klar, die Löhne steigen dennoch weiter und die Preise steigen weiter, auch etwa hier im Dienstleistungssektor. Und das ist ja der Sektor, der nicht nur in den USA, sondern weltweit im Grunde diesen Inflationsdruck bereithält. Güterpreisinflation ist im Grunde abgeklungen. In der Industrie ist kaum mehr etwas mit dieser Inflation, aber eben im Servicesektor. Und hier sehen wir wieder die Preise bei über 59, also ganz klar sozusagen Expansion, aber keine Expansion sehen wir an den Märkten. Wenn man so will, sind wir übergeordnet jetzt seit einigen Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Mal sehen, ob bald ein Ausbruch passiert. Und dass dem so ist, das ist vor allem Aktien wie Apple zu verdanken, die jetzt mit 7,2% so stark gewichtet sind. Wie keine Aktie in der Geschichte eines Index im S&P 500 seit 1980. Man handelt zwei Standardabweichungen über dem historischen Durchschnitt. Am Donnerstag ja die Zahlen von Apple. Hier sehen wir mal den Technologiesektor innerhalb des S&P 500. Eine Wedge, die nach unten ausbrechen könnte vielleicht. Wir werden sehen. Jedenfalls fehlt die Marktbreite ein bisschen. Und hier sehen wir, dass auch die Insider die ganze Geschichte nicht kaufen, sondern verkaufen. Das heißt, die Insider sind tendenziell rausgegangen und die vermeintlich so bärische Stimmung ist nicht so fürchterlich bärisch. Hier Investors Intelligence, also Stimmung der Börsenbriefe, bären nur bei 23,6%, der geringste Wert seit Januar 2022. Und die CTAs, die Vermögensverwalter in den USA, die sind massiv long und da gibt es Triggermarken, wo die dann möglicherweise verkaufen oder weiter zukaufen sogar noch, wenn die Märkte weiter steigen sollten. Das nächste große Ding wird die Schuldenobergrenze in den USA sein. Seit Januar behilft sich ja die Finanzministerin mit den Buchungstricks, um das Ganze praktisch noch hinzukriegen. Und Hannes Zipfel, mein Kollege, weist darauf hin, dass damals 2008, als wir schon auch mit hier Finanzkrise zu tun hatten, dann mit Government Shutdowns zu tun haben, die Zinsen eben massiv gestiegen sind, respektive die Schulden gestiegen sind und dementsprechend höhere Zinsen natürlich die ganze Geschichte immer schwieriger machen und vielleicht braucht es, wie soll man sagen, einen herben Abverkauf an den Märkten, damit dann die Politik sich einigen kann, wie Market Watch hier formuliert, wir werden sehen. Interessant heute, wenn wir jetzt mal wegkommen von den Märkten noch kurz, diese Drohne, die im Kreml eingeschlagen ist, die Russen sagen, das war ein Mordversuch, die Ukrainer wollten Putin ausschalten, die Ukrainer sagen, na, das wollen wir nicht, gell? Das brauchen wir nicht. Diego Fasnacht verweist hier auf den 9. Mai, das ist ja der Tag des Sieges. Da braut sich etwas zusammen, sagt er. Da wollen die Russen etwas Symbolisches tun, möglicherweise. Ein Tag des Sieges ja über Nazi-Deutschland damals. Also das ist jetzt noch der gefallene Ölpreis. Das bringt ein bisschen Druck auf Putin. Also da könnte was im Busch sein. Im Busch ist möglicherweise auch in Sachsen und in Dresden. Da könnte der nächste Chipfabrik gebaut werden durch TSMC, die Taiwanesen, vielleicht haben die mitbekommen, geht, dass es da jetzt auch schon Westfernsehen gibt, das weiß ich nicht, nennen. Aber das wäre natürlich für Deutschland eine interessante Entwicklung, zumal TSMC ja nicht sehr zufrieden ist mit der Fabrik, die man in den USA gebaut hat. Abschließend drei Empfehlungen, mehr Shortwetten, Insiderkäufe kollabieren, so ein bisschen der Zusammenhang, den ich vorhin angesprochen habe. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, was passiert, wenn die Fed die Zinsen senken wird? Ist das dann super bullish? Vielleicht nicht, wie Wolfgang Müller hier zeigt, lesenswerter Artikel. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung, die FED entscheidet über die Zinsen. Was ist denn zu erwarten hier nochmal die ganze Breite der Informationen? Also drei Artikelempfehlungen, 20 Uhr dabei sein, FED-Entscheidung 20:30 bilde ich dann schriftlich und mit der Livestream die Aussagen von Jerome Powell ab. Absolutes Muss, drei Empfehlungen und diese beiden Termine heute Abend. Ich sage Servus und Ciao.